wird geben eine Kürbissuppe mit Passionsfrucht und Kokos. Das ist nicht normal, aber saumäßig lecker und einfach. Okay, also ein Kürbis, ob das jetzt ein Butternut-Kürbis ist oder ein Hokkaido-Kürbis, spielt überhaupt keine Rolle, aber ich verwende eigentlich fast nur den Hokkaido-Kürbis, weil er einfach saugut schmeckt und schnell zu verarbeiten ist und die Schale eben dranbleiben kann. Meine Lieben, ja, ihr müsst dann nicht schälen, wie den Muskatkürbis oder den Butternut-Kürbis. Und jetzt kommt zu dem Kürbis. Ich mache das jetzt einfach mal alles in All-in-One. Zwiebel. Zu den Zwiebeln Knoblauch. Ja, das sind so, ich sag mal, Gewürze, die der Kürbis einfach auch braucht. Ja, der Kürbis braucht so ein bisschen so Sachen, die ihm auf die Sprünge helfen. Das ist zum Beispiel der Chili. Ja, also roter Chili hilft dem Kürbis. Oder Ingwer. Ja, also alles, schneidet es alles schön klein. Und die Komponenten, ich zeig's nochmal, komm her. Die Komponenten. Kürbis, Zwiebel, Knoblauch, Chili, Ingwer. Das ist schon mal ein Garant für die gute Suppe. So, und dann nimmt man ein Stückchen Butter. Und wenn die Butter im Topf ist, kommen alle Zutaten rein. Also einfach rein damit. Ja? Also nichts am Anfang erstmal so anschwitzen, sondern die guten Zutaten rein und in der Butter schön anschwitzen. Und dann nimmt ihr ein bisschen Puderzucker, gebt den Puderzucker mit rein und lasst den Puderzucker mit der Butter und den anderen Zutaten schön karamellisieren, wie es so schön heißt. Ja. So. Das dauert ein bisschen, dass der Zucker so ein bisschen die Süße verliert und ein feiner Karamellgeschmack entsteht. Jetzt, Achtung, Kokosmilch. Nehmt da einfach eine schöne, frische Kokosmilch, Tetrapack auf oder Büchse auf und rein mit der Kokosmilch. Und zur Kokosmilch, das mache ich einfach, weil es saugut schmeckt, ein kleines Schlückchen Sahne. Und dazu eine Messerspitze nicht so scharfes Currypulver. Zu dem Currypulver auch noch ein Schlückchen Salz. Und das war's. Das Ganze jetzt aufkochen lassen. So. Jetzt kommt aber noch eine Zutat, die wichtig ist. Maracuja, auch Passionsfrucht genannt. So, einmal. Zweimal. Und wenn ihr... Das ist so geil. Also es gibt für mich kaum eine Frucht auf diesem Planeten, wo mehr Aroma hat wie so eine Passionsfrucht. Finde ich einfach extrem geil. Und die Passionsfrucht in Verbindung mit dem Kürbis und in Verbindung mit Kokos, das ist schon gut. Schmeiß mal mein Handtuch zu. So, und das Ganze jetzt schön köcheln lassen. Ja, dass der Kürbis weich wird. Und dann wird das Ganze püriert. Nebenbei, hier, Herr Bernd, Herr Kino-Kameramann, High-End-Production. Pfanne, Butter, in die Butter, Kokosraspel. Ja, wenn es geht, nicht so die ganzen feinen Kokosraspel, sondern... Ah, Gott. Sondern die großen. Oh mein Gott. Die Amateure. Ah, die Amateure. Funktioniert noch. Zu diesem Kokosraspel kommt auch etwas Puderzucker. Und dann wird es ganz vorsichtig karamellisiert, dass der Kokos so ein bisschen braun wird. Ja, da kann man schon ein bisschen zurückschalten. Und jetzt die Suppe köcheln lassen. Der Hokkaido braucht nicht lang. So, ich würde mal sagen, so gut 5 bis 7 Minuten muss er kochen. Dann ist er weich, dann wird er püriert. Wir machen einmal 3-2-1. Oh, haben wir einen Trick gemacht. So, der Kürbis ist weich und ihr könnt da gut und gern noch mal ein Schlückchen Brühe nachgießen. Ja? Also Gemüsebrühe zum Beispiel. Kann auch gerne ein Pulver sein. Und dann das wichtigste Gerät in der Küche, ich sag's nochmal, ja, ist nicht der TM-Mix, sondern der Pürierstab. Und jetzt... Mach der Flaschenöffner. Ja, der Flaschenöffner. So. Oh, jetzt pürieren wir das zweimal her. Mit der Passionsfrucht, dem Ingwer, dem Kürbis, Zwiebel, Knoblauch. Boah,
ich kann es euch ja nur sagen, ihr macht doch keine Vorstellung, wie unfassbar gut es riecht. Und der Kürbis muss richtig weich sein und wirklich gut püriert sein. Also die Zeit muss sein, das dauert ein paar Minütchen. Je länger ihr püriert, desto feiner wird die Suppe, desto leichter wirkt die Suppe und desto besser schmeckt sie vor allen Dingen auch. So, und nun wird angerichtet. Ich muss vorher noch mal schnell probieren. Das ist echt gut. Wirklich, wirklich unfassbar gut. Diese Säure und die Süße von der Passionsfrucht mit Kokos. Okay, mach mal schön leise. Bernd, leise sein. Leise, leise. So. Okay, dann. Kommt hier oben rauf. Ich habe so ein bisschen angeschlagene Crème fraîche. Und zu der Crème fraîche kommen die gerösteten, lecker gerösteten Kokosflocken. So. Boah, jetzt machen wir hier noch sauber. Sonst schimpft mich der Fotograf anschließend. Bist du blöd? Was für eine gute Suppe. Macht mir einen Gefallen, wenn ihr auch noch gar nie was nachgekocht habt. Ja, hoffentlich nur geguckt habt und zufrieden wart. Das müsst ihr nachmachen. So easy. Alles in den Topf kochen lassen, pürieren. Ready for takeoff. Fertig. Henses Blitzrezepte Express. Guten Appetit.